herzlich willkommen, meine lieben Wagen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder zuseht, beziehungsweise herzlich willkommen für alle, die neu auf meinem Kanal sind. Schön, dass ihr hergefunden habt. Mein Name ist Sophia und ich möchte jetzt gerne mit dir zusammen, meine liebe Waage, schauen, in welcher Energie du dich befindest im Thema Liebe und Partnerschaft, jemand Neues kennenlernen. Dafür werde ich jetzt als erstes nach einer Energie mit den Tarotkarten fragen, was sich hier bei dir zeigt, in welcher Energie du jetzt bist, beziehungsweise innerhalb der 4 Wochen. Für alle wichtigen Informationen zu den Kollektivlegungen, schau dir doch bitte die Videobeschreibung an. So, du selbst befindest dich in der Energie des Narren. Das ist immer eine sehr, sehr schöne Energie, so unbekümmert, locker, nach vorne blicken. Der Mann hier geht einfach Richtung Horizont, scheint erstmal wirklich in Bewegung zu kommen. Ja, das ist so eine offene Energie, so eine Liebesenergie, so ein Neuanfang, so eine Lebendigkeit. Das heißt, für jeden, der jetzt jemanden kennenlernen will, ist es in der Energie des Narren eine total tolle Energie, jemanden kennenzulernen. Innerhalb der Beziehung bzw. mit Wunschpartner ist das auch eine sehr schöne Energie, sehr locker, sehr spontan, auch Unternehmungen hier miteinander zu gestalten oder auch innerhalb einer Beziehung einfach in neue Wege zu gehen. Wir schauen mal, meine liebe Waage, in welcher Energie ist denn euer Gegenüber? Was zeigt sich beim Gegenüber von Waage? Schwupps. Die wollte sich als erstes zeigen. Und das ist so die 5 der Kelche. Das ist immer so eine Energie, man guckt immer auf das, was gescheitert ist. Für das, wo man gekämpft hat, was vielleicht einen enttäuscht hat, wo man so schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat und sieht eigentlich nicht, dass hier noch 2 Kelche stehen. Das heißt, für all die in einer Partnerschaft ist, guckt man immer auf das, was in der Partnerschaft vielleicht nicht so gut gelaufen ist, aber guckt sich das, was gut gelaufen ist, nicht an. Beziehungsweise, wenn es darum geht, jetzt mit jemand Neues in eine Beziehung geht, guckt man auch immer nur auf das, was in der Vergangenheit schlecht gegangen ist, anstatt auf das, was jetzt für eine neue Person hier kommt und dass die einen ja diese Kelche wieder reichen kann. Ja, wir gucken mal, um was es denn da jetzt genau geht. Dafür werde ich einmal das 9er-Feld mit den Lenormand-Karten legen, meine Lieben. Wir schauen einmal in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, beziehungsweise einmal in die Gedanken und Gefühle und Handlungen. Ja, für alle die das Sternzeichen kennen, guckt doch gerne nochmal danach und packt beides zusammen. Das ergibt dann meistens auch nochmal so ein komplettes Bild von eurem Gegenüber. So, da kam das Stopp. Und auch hier zeigt sich für mich schon ganz klar, euer Gegenüber guckt sehr auf das Alte, auf das Verletzte, das, was wir hier auch schon haben mit den 5 der Kelchen, ja, auf das, was kaputt ist, diese alten Konflikte. Man hat hier in der Vergangenheit eine riesen Blockade bei eurem Gegenüber, ja, hier ist ein Riesenberg. Er hat immer irgendwo schlau versucht zu agieren, beziehungsweise, ja, es war immer so eine Falschheit auch mit. Etwas wurde ihm vielleicht vorgetäuscht, was nicht so war. Er ist immer wieder in dieses Gefühl der Konflikte. Ja, mit den Routen ist immer so die Konflikte, das, was einen belastet. Ja, manchmal stehen die zwar auch für Gespräche, aber auch immer eher so für Streitgespräche. Das heißt, für die jetzt hier mit jemandem schon länger zusammen sind, war es in der Vergangenheit wahrscheinlich gar nicht so einfach. Man ist immer wieder aneinander geraten, immer wieder ist vielleicht auch was vorgespielt worden, getäuscht worden. Es fühlt sich schwer an, beziehungsweise die jetzt auf einen Wunschpartner gucken, euer Gegenüber ist in der Vergangenheit sehr verletzt worden. Er guckt hier wirklich auf die 3 umgefallenen Kelche, beziehungsweise hat hier in der Vergangenheit so viel Blockaden liegen, dass er im Moment gar nicht positiv denken kann im Jetzt. Er ist aber dabei und das ist sehr, sehr schön für alle, die in einer Beziehung sind und auch auf den Wunschpartner gucken, hier etwas zu transformieren. Und er scheint es zu schaffen, es zu transformieren, auch wenn es ein Riesenberg ist, weil in der Zukunft liegt es mir doch sehr harmonisch mit dem Neuanfang und den Lilien. So ist es im Moment. Hier kommt jemand auf euch zu. Er schafft es, auf euch zuzukommen.
Ich kriege auch für einige rein, weil ihr mit dem Narren in einer sehr offenen, lockeren Energie seid. Euer Gegenüber beschäftigt sich aber sehr, sehr viel mit sich selbst im Moment noch. In der Zukunft, habe ich ja eben schon mal angedeutet, mit den Lilien, mit der positiven Nachricht, der Weiterentwicklung hier, des Kindes Neuanfangs, werden auf jeden Fall neue Wege innerhalb eingeschlagen, beziehungsweise dieses sich wieder freimachen für eine neue Beziehung. Eine sehr schöne Energie, eine sehr schöne Weiterentwicklung, wenn auch nicht ganz einfach im Jetzt für euren Gegenüber noch. Manchmal kann sich das Ganze auch spiegeln, von daher dreht es euch bitte so, wie ihr es braucht, wie es bei euch in der aktuellen Situation richtig ist. So, wir möchten gerne einmal für die Waagen hier eine Seelenbotschaft. Was ist hier wichtig und beitragend an Seelenbotschaft für meine lieben Waagen zu übermitteln? So, da hat sie sich umgedreht. Schwupps. Die Spiritualität, die Verbindung nach oben, meine Lieben. Nimm dir Zeit für deine Spiritualität. Achte auf deine Träume und Ahnungen. Lege Karten, folge deinen Eingebungen. Beschäftige dich mit Astrologie, Jenseitskontakten und Heilarbeit. Das ist für beide hier wichtig. Hier bei eurem Gegenüber finde ich die Energie aber noch viel, viel wichtiger im Moment für diesen Transformationsprozess. Also für alle die, die jetzt hier schauen als Quash-Watcher, bitte verbindet euch. Geht in die Innenschau. Nehmt das wahr, was ihr träumt, was in euch ist. Diese Impulse, um hier wieder rauszukommen, euch umzudrehen und die Kelche anzuschauen. So, wir schauen mal. Ich hätte gerne noch eine Liebesbotschaft für meine lieben Waagen. Was ist hier für die kommenden 4 Wochen noch wichtig und beitragend im Kollektiv zu übermitteln? Da kam das Stopp. Ja, der Optimismus, das Positive wieder nach vorne holen, nach vorne blicken, das hier hinter sich lassen. Auch das ist eine Energie, viel für euren Gegenüber hier, beziehungsweise ihr schafft es hier ja mit der Energie des Narren, wenn es für euch auch schwierig war, wieder positiv nach vorne zu blicken. Die vielen Möglichkeiten, die euch bieten, zu ergreifen in eurem Leben, in die Selbstliebe zu kommen und auch in die Liebe, in die Partnerschaft. Sehr, sehr schöne Energie, meine Lieben. Wir schauen mal, ich hätte gerne noch eine Tarotbotschaft. Wie geht es denn hier für meine lieben Waagen im Kollektiv weiter in Sachen Liebe? Wow, und da fällt die Liebenden. Wow, ihr Lieben, ihr schafft es. Die Liebenden, als Karte, wie es weitergeht, besser kann man es nicht haben. Ja, hier geht es wirklich um Liebe, um die Entscheidung aus dem Herzen heraus, den Neuanfang in der Zukunft mit der Harmonie hier zu haben. Euer Gegenüber schafft es anscheinend wirklich, von diesen Kelchen sich umzudrehen dahin, diesen Optimismus wiederzufinden und diese wahre Liebe, diese Anziehungskraft hier leben zu können. Wow, in dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wo ihr gerade steht, wie es aussieht. Würde mich echt mega interessieren. Und in dem Sinne, macht es einfach gut, genießt die Zeit und bis hoffentlich bald. Und danke fürs Zusehen, eure Sophia. Tschüss.